Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 mit mir, dem Hangerboy, auf Todesmarsch. Wir befinden uns in Schwarzzweig, ne? So ein kleines Dörfchen in Velen und suchen nach der vermissten Hanna. Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht, das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet, jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Mhm. Ich möchte mit dir über Hanna sprechen. Ich wollte mit dir über Hanna sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hanna, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Hm. Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Okay. Wer war mit Hanna? Eine andere Frau? Hast du die andere Frau erkannt? Okay. Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hanna. Ich konnte sie nicht erkennen. Vielen Dank. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Okay. Siehst du meine Muskeln? Oh. Kein Salto machen hier. Wo ist hier ein großes Wolfsrudel? Such mit Hilfe deiner Hexensinne in den Wäldern nach Spuren von Hanna. Okay, erstmal ein paar Mal speichern. Da sehe ich ein Viech. Was ist denn hier los? Guten Tag. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Eben kann ich mal ganz kurz hier. Warte mal kurz. Verpisst euch. Das wollte ich jetzt nicht zeigen. So, warte. Laden. Deswegen speichert man. Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operiert. Der Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Ah. Okay. Also jetzt gehe ich mal schnell hier ins Charaktermenü und Level Täuschungsstufe DOS. Wenn ich sie finde. Hier. Jo. Okay, ich habe keine Punkte mehr. Was ich auch noch verbessern will, ist hier. Was ist das hier? Rüstungsschmelz. Nee, was ist denn? Das ist Igni, oder? Okay, dann verstecke ich mal das hier auch. So. Plus 28% Zeichenintensität auf alle drei. Jetzt weiß ich auch endlich, wie das funktioniert hier. Gut. Dann machen wir nochmal einen dicken Speicherpunkt. Und hoffentlich können wir die jetzt überreden. Hallo! So. Was willst du? Das wissen wir schon, okay. Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Ha, jetzt geht's nämlich. Ihr müsst verschwinden. Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Wirklich? Oh ja. Und hat sie alle verhext. Na dann los! Ja, dann los! Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrix Freunde so aufgebracht hat.
Okay, weil das hat nämlich schöne Erfahrungspunkte gegeben. Klopfen. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Okay. Die Stimme erinnert mich an den Gnom oder dieses kleine Assistentenviech von Overlord. Ich brauche deine Hilfe. Du erwartest mich erstmal. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Okay, ich brauche deine Hilfe. Kennst du das hier? Oh. Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Schützen wovor? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Du hast es angefertigt? Du hast das Amulett angefertigt? Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter über stillem Wasser bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Tja, ich suche Anna und ihre Tochter. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Bitte wer? Welche Prinzessin? Peach und Super Mario. Prinzessin? Meine Ziege? Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weißsaal. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Ich such doch keine Ziege. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Du gehst mir langsam auf den Geist. Du ziehst mir den Nerv, Alter. Ich gehe nirgendwo hin. Keine Prinzessin, keine Beschwörung, keine Weissagung. Hexer, suchst du meine... Du hast gewonnen, ich suche sie. Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Und die Brombeeren nicht vergessen. So, Questgegenstände. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite dich auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Drücke RB. Gedrückt, um den Gegenstand zu finden. Ja. Ich will jetzt aber eigentlich die andere Quest noch fertig machen. Wir haben jetzt hier zufällig die Hauptquest wieder aktiviert. Aber eigentlich wollte ich ja hier... Ich habe noch zu viele Quests offen, ich muss mir die ganzen Nebenquests wegmachen. Du kannst nicht vorbei, sammle sie alle, gewinnt, rennen. Nein, nein. Wo waren die Nebenquests? Oder waren das Hexeraufträge?
Level 33, der vermisste Bruder, alles klar. Schatz suchen? Nein. Okay. Bei den Nebenquests. Das war doch mit dem... Hier. Nein, das ist es mit dem Rüstungsschmied. Das ist mit Ciri. Okay, wildes Herz. So. Die Tochter vom blutigen Baron heißt... Oder die Frau heißt... Einer von beiden, ich weiß es gerade nicht mehr. Anna. Und die da heißt Hanna. Verwirrung. So. So. Schon geil, dass ich im selben Wald nach beiden suchen muss. Suche mit Hilfe deiner Hexensinne in dem Wäldchen. Bla, bla. Na komm. Erstmal ein paar Mal speichern. Erstmal mitnehmen. Sind hier irgendwo Viecher unterwegs? Ah, da vorne. Wölfe. Aber nur zwei. Oh. Aus 2 macht 10. Harte Frame Drops. Ja, häng dich an. Alter, hier, dreimal gegen den. Natürlich. Na, kack. Ja, wie seht ihr den da hinten an? Alles klar. Alles klar. Verdammt, bist du hässlich. Das sieht nicht so gut aus für mich, ja. Zweimal am Baum festgebackt und dann von allen Seiten geliebt. So, wie kann ich die Wölfe schneller wegmachen? Mit Igni. Aber ich muss auch mein Schild immer wieder erneuern. Okay. Bitte was? Ja, genau. Hier habe ich gesprochen. Ja, natürlich. Rennt doch einfach alle. Full Damage. Okay. Autsch. Einfach mal draufhauen. Hexer? Kommt die jetzt her? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hanna zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Aha. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hanna tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Okay. Hanna ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Meine Theorie? Die hat sich in Njellen verguckt, hat ihre Schwester beseitigt und ist böse. Ich werde sie finden. Ist sie deine Schwester gleichgültig? Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hanna rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Ich weiß, wer es war. Der Mann verdient Besseres. Die Schwester war es. So, ich werde sie finden. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Ja. Mhm. Und wer seine eigene Schwester in den Tod stürzt, auch. Damit kann ich leben. Du? Kannst du damit leben? Oder du? So, was liegt hier noch? So. Erstmal Quickie speichern und... Weiter geht's. So. Eine Schwalbe haben wir noch.
Kann man hier überhaupt irgendwas finden? Suche mit Hilfe der Hexensinne nach Spuren. Ja, mach ich doch. Wird der Kreis eigentlich kleiner? Da liegt was. Das muss Hannah sein. Es riecht nach einer verwesenden Leiche. Sprichwörtlich. Überall ist Blut. Warte nochmal. Das muss Hannah sein. In Stücke gerissen. Sprichwörtlich. Okay. Aber von was in Stücke gerissen? Wölfe? Werwolf? Ich hab's doch gefunden. Was soll ich denn jetzt machen? Also wenn da hinten Hannah liegt. Da sind die Wölfe. Da kann ich noch was nachschauen. Klauenspuren. Sie sind tief. Okay. Das war kein Mensch. Leiche untersuchen. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Zurücktreten. Langsam wird's interessant. Also es gibt zwei Theorien. Erstens, Hannah wurde hier in den Wald gelockt. Und dann getötet. Oh, da haben wir was. Und oder die Schwester ist irgendein Viech. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Ja, zur toten Hannah, das weiß ich schon. Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Okay. Das habe ich ja schon alles hier untersucht. Auf dem Baum. Vielleicht unterm Baum. Irgendwo, was runtergefallen ist. Vom Viech. Also ich sehe hier noch Fußabdrücke, aber kann ich den folgen? Nee. Die führen zum Baum. Verdammt, ja. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Wie groß ist denn der Baum? Ja. Nicht sonderlich groß. Vielleicht. Ich renne jetzt mal den Rand ab. Hier an meinem Kreis. Hier irgendwo was? Nope. Einmal im Kreis, bitte. Oder in der Mitte ist noch irgendwo was. Wo kommen eigentlich die Spuren her? Finde das Lager des Werwolfs mit Hilfe der Hexersinne. Ja, der ist auf den Baum geklettert. Achso, der ist dann irgendwo wieder runtergesprungen, oder? Das Lager des Werwolfs. Okay, es ist ein Werwolf. Aber wo ist er runtergesprungen? Vielleicht mal tief in den Wald rein, hier hinten. Wo könnte hier ein Werwolf sein? Vielleicht ist er ja auch gleich hier unterm Baum? Nee. Von den Pfotenabdrücke hin, das wäre ein guter Anfang. Ne, hier ist es nicht. Ich finde es gerade nicht, ich bin zu doof. Da hinten sehe ich noch was Gelbes.
Finde das Lager des Werwolfs mit Hilfe deiner Hexesinne. Habe ich doch. Der ist auf den Baum gesprungen. Und jetzt habe ich nichts mehr. Kein Anhaltspunkt. Der muss ja irgendwo wieder runtergesprungen sein. Auf dem Baum lebt er wohl kaum. Also kann ich hier diese Pfotenabdrücke nicht untersuchen. Verdammt, verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Ja. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Also hier auf dem Boden oder wo? Ich bin zu dumm zum Kacken. Ja, das ist mir klar. Ich heiße... Ah, die Musik setzt wieder ein. Sehr schön. Hier ist der tote Hund. Was soll ich denn hier noch auf dem Boden finden? Da hinten war die zerstückelte Leiche irgendwo. Wo waren die Leiche jetzt? Sehr merkwürdig. Die lag doch hier irgendwo. So, hier ist er hochgeklettert. Wo ist er wieder runtergekommen? Nirgends. Da ist was. Scheiße, die waren dann. Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. So, habe ich jetzt einen Geruch? Ja, endlich. Gott sei Dank. Ja, wo geht's denn hin? Einmal in die Richtung. Dankeschön. Folge dem Stinkegeruch. Da hinten ist was. Das ist ein Bär? Oder ein Werwolf? Das ist ein Bär. So, Geruch, da ist was. Männerkleidung, zerrissen, aber ohne Blutspur. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Tja, hier ist die verlassene Hütte. Oh, was für ein Zufall, da waren wir ja schon. Da ist noch was. Noch ein Stück Stoff. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Da war noch was. Also ein Kleiderstück. Ja, hier wohnt der kleine Schmarotzer. Ah, hier die Kiste ist wieder voll. Finde ich ja nett. Dass sie sich wieder auffüllt. Notizen. Von wem die wohl sind? Habe ich jetzt eigentlich einen Schlüssel dafür? Ich glaube, wir müssen den Werwolf töten, haben wir einen Schlüssel für die Truhe. So, Inventar. Notiz durchlesen. Wo ist er denn? Hier. Ich bin, wer ich bin, das kann ich nicht ändern. Händen aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen, aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allen, weit weg von Hanna. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu erlegen ist eine Sache, sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Gütige Militele, wache über alle, die zu nahe kommen, ja. Oder mir zu nahe kommen. Er ist ein Werwolf. Aha. Ein geiler Werwolf. Spüre die Silberklinge. So, Spuren. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? So. Einmal speichern. Ich hoffe, das Sand ist ein Bär. Wildes Herz. Hier waren wir ja schon drin und beim letzten Mal war hier noch nicht so viel los. Aber inzwischen ist hier unten ein kleiner geiler Werwolf. Den ich noch nicht höre. Doch, da unten ist er. Oder sie sind zu zweit.
Mal Schutzschild anmachen. Schutzschild. Oh, gleich drei von der Sorte. Ach, das ist nur ein Wolf. Da ist ein Werwolf. So. Wieso kann ich Schutzschild nicht reinmachen? Also. Ist hier auch relativ viel. Kleiner Penner, ey. Ja. Oh, das macht immer sehr viel Damage. Jetzt haben wir erst die Wölfe weg. So, mein kleiner Wolf. Gleich drei davon. Oh, die machen ja sehr viel Damage. So, da ist ja kein dicker Werwolf. Oh, nicht so gut. Wo kommt denn der hin? So, mal den Wolf. Oh, haut wieder ab. Kleiner Werwolf, jetzt geht ab. Ich hab gehört, du magst Feuer. Oh, da hat er mich gebissen. Ne? Ich muss gegen die Wand ausweichen, ey. Komm, komm her, mein Kleiner. No. Nicht mal ein Werwolf, der auch wirklich wie ein Werwolf aussieht. Das ist ein ganz feiner. Ich hab gehört, Feuer magst du besonders gern. Schade. Na komm ran. Ja, du bist ein ganz feiner. Hört die Spawn Area wieder auf, anscheinend. So, geh mal Full Damage. Da hört die Spawn Area wieder auf. Sehr schön. Können wir uns hier wieder ausruhen. Schon noch nicht. Oh ja. Ja. Autsch. Junge. Ja, jetzt kommt der kleine Wolf und killt mich, sag's. So, deswegen sind da Wölfe unten. Ah, komm her. Für dich reicht's noch allemal. Nicht hochheilen, bitte. Bitte. Du kriegst jetzt aufs Maul, Junge. Ganz der Feine. Ich trinke mal kurz die Katze, dann sehe ich mehr. Na, wie geht's? Tja. Wollen wir nicht geholfen? Und weg. So, Feuer für den Herrn. So, mein Schutzschild muss ich jetzt wieder erneuern. Komm, spring auf mich. Ich bin ein Hexer und du bist ein Werwolf. Wer wird sterben? Wahrscheinlich ich. Wer heißt sich hoch, wenn ich Hexer? Ja, jetzt kann ich wieder mein Schild erneuern. Hör's mal auf, dich hochzuhalten, mit kleine Drecksau. Ich habe keine Schwalbe mehr. Oh ja, mach mal. Jetzt geht's wieder los. Der heilt sich wieder hoch, wie der kleinste Motherfuckerino, der er ist. So. Wieso heilt sich der hoch? Das ist so fies. Ne, zu weit weg. Oh, wie sieht der hoch halt? Ey, das gibt's nicht. Ja, Geralt bleibt wieder hängen. Ja, die wäre voll live. Junge. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder drauf gehen.
Ja, Geralt, erstmal nachladen. Ich werde wahrscheinlich jetzt verrecken. Also sehr einfach. Komm, schreib mal an. Wieso heilt sich der wieder hoch? Das ist so fies. Wieso? Oh, er trifft mich noch. So, schon wieder Full Life. Ja. Der, den hätte ich jetzt zweimal gekillt. Wenn der sie nicht hochhalten würde. So, ich schau mal ganz kurz nach. Wo genau man sehen kann, welches Öl man für den braucht. Denn das Hochhalten, das nervt. Oh. Ich muss mal kurz Öl herstellen. Warte mal kurz. Ich komme. Dankeschön. So. Ja. Öl. Erstmal Bestiarium, Werwolf, ne, nicht Kreischling. Wo ist ein Werwolf? Was sind gegen Wölfe gut? Bestienöl. Dann gehen wir mal schnell Handwerk. Ne, Alchemie. Bestienöl, wo haben wir es denn? Bestienöl? Habe ich irgendwo Donner? Katze, Schwalbe, Waldkauz. Öle, Bestienöl. Einmal. Zweimal. Achso, besitze ich bereits. Sehr schön. Kann ich jetzt hier Inventar. Bestienöl auf Silberschwert. Wie lange hält denn das? Bestienöl. Okay. Auf Silberschwert bitte. So. So, dann trinken wir jetzt eine Katze. Dann gibt's auch Small. Okay. Das war fies, dass sie die Wölfe hier eingebaut haben. Full Damage gehen. Ausweichen. Full Damage gehen. Was jetzt, du Stück Dreck? So, haben wir die. Meister Petz kommt dran. Brennende Runde. Drecksau. Komm ran. Ist noch aktiv? Okay. So, geht's. Nein, du haltst dich nicht hoch. Ja, das hätte ich nicht machen sollen. So, Schutzschild hoch. Ausweichen und jetzt geht das Maul hoch. Schade. Nein, du haltst dich nicht hoch. Problem ist, der beißt manchmal ab und zu. Jetzt rennt er wieder weg, die feige Sau. Ausweichen. Wahrscheinlich trotzdem. Ja, genau. Wie der sich hochhalten, so krank. Ja. Wie er mich halt dann trotzdem trifft, ne? Dieser Zwischenbiss nach seinem Angriff, der nervt. Und ich darf ihn nicht hochheilen lassen. Sobald er dieses Brüllen macht, heilt er sich hoch. Okay. Und das Öl hat irgendwie nicht so viel gebracht, nur gegen die Wölfe. Kack-Werwolf, ich hasse ihn jetzt schon.
Ich meditiere mal. Wenn ich noch lebe bis dahin. Ja. Wahrscheinlich bin ich jetzt tot. Ah. Aber jetzt haben wir schon mal eine bessere Voraussetzung. Jetzt haben wir nämlich drei Schwalben, nicht nur eine. Da bist du. Ja. Kannst du mal... Die Wölfe, ey. Jetzt wäre ich wahrscheinlich schon von den Wölfen gerippt. Okay, nur noch er. Lass mal treffen, Junge. Komm her. 2, 3, ausweichen. Komm grad ran. Ausweichen. Nochmal ran. Okay. 1, 2, 3. Weg. Ah, cool. Nein. Halt jetzt nicht hoch. Weg. Ja, genau. Erstmal abrollen. Ach, der hält sich schon wieder. Ist ja nett. 1, 2, weg, weg. Weg, weg, weg. Boah, ich hab ihn fast. Aber der Wichser hält sich wieder hoch. Hä, was ist jetzt los? Nein, halt! Tu ihm nicht! Bist du verrückt, weg da, oder was ist hier los? Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid, ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört, da bist du gekommen. Verschwinde, lass uns in Ruhe. Was sagst du da? Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Oh. Das kann ich nicht zulassen. Sie hat es verdient, tu was du willst. Elimine Magamus, das kann ich nicht zulassen. Du wirst niemanden töten. Nie wieder. Nein, tu ihm nichts! Verschwinde, bevor ich meine Meinung ändere. Lauf! Oh nee, ja, lass mich doch erstmal... Alter, jetzt hält er sich wieder hoch, ey. Kleines Drecksviech. Ja, wir sehen doch mal. Du willst aber jetzt wissen, ja. Ja, genau. Gut, wir sind bei 40 Minuten. Wie ich diesen Nielen-Werwolf-Penner wegmache, siehst
Du, da ist in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem Hangerboy. Ich hasse Werwölfe und ich hasse auch, dass ich direkt nach dem Gespräch mit diesen verpissten Pennern steht er vor mir und macht erstmal First Hit. Klasse. So, wie viel Schwalben habe ich denn? Okay. Bis dann. Ciao.